Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Ich muss das immer noch entsorgen. Alter, das war echt eklig. Ich musste heute schon ein paar Mal kacken wegen dem Zeug, glaube ich. Ich habe auf Instagram gefragt, was soll ich damit eigentlich machen, wie entsorge ich das am besten? Gefühlt 90% haben gesagt, ab in die Toilette damit. Aber der beste Vorschlag war einfach abtropfen, die Flüssigkeit. Und dann nehme ich einfach die Schüssel, das war meine Idee jetzt. Mit der Schüssel gehe ich einfach zur Biotonne und dann schmeiße ich alles da rein. Jetzt muss ich erstmal zur Uni. Ich muss ein Buch abgeben für eine Kollegin. Sie schafft es leider nicht, das abzugeben, bevor die Frist abläuft. Mein Gott, ich bin gerade gegen eine Stange gelaufen. Ich für all die Zeit, wo ich Pokémon Go gespielt habe, Gesicht runter ins Handy geschaut, nie passiert. Wir sind hier bei Steiner Straße, Mittwochs. Ihr wisst, Tati's Foodtruck steht hier. Ich treffe mich mit einer Foodbloggerin, habe ich zum Essen hier eingeladen. Und ich bin halt beim ersten Mal hier vorbeigegangen. Dachte mir, ja okay, schauen wir mal rüber. Undercover bisschen, dass Tati uns nicht gleich entdeckt und so. Aber dann bin ich direkt gegen das Ding gelaufen, deswegen tot. Ja, genau. Das nehmen wir. Ja. Oh, schön. Ja. Ja, ich hatte das. Foodbloggerin fragt, hat die schön aus? Hat schon ein paar Sachen gedreht, behind the scenes, dies, das. Für schöne Instagram-Aufnahmen. Schon interessant zu sehen, wie die das so machen. Im Gegensatz zu uns, Freihand. Ja, jeder hat seinen eigenen Stil. Wir haben 9 oder 10 verschiedene. Ja. Und wir wechseln ja, ich kann es ja nicht alle auf einmal machen. Ja. Wir wechseln dann immer wieder ein bisschen durch. Aber wenn wir uns unterhalten, jeden Tag, weißt du, geht was Neues. Ja. Hast du dann irgendwie. Tati haut die Stehtische für uns raus. Also ich habe böse Hunger, Mann. Also wenn ihr denkt, dass wir lange brauchen, bis wir essen, mit diesem ganzen davor noch Thumbnail und sowas vorbereiten und dies, das. Alter, die braucht lange, Mann. Das ist genauso, wie ihr es euch vorstellt. Immer super saftig bei Tati. Dieser Martin Nico letztens, der meinte, die ist krass. Das ist hausgemachte Fleischpflanze, Leute. Also bis gleich. Versprochen hast du das Einzelne. Tschüss. Bis gleich. Dass einzelne Zutaten sehr gut schmecken, das, genau. Das kann ich komplett bestätigen. Ja. Das ist auch der Sinn, weil ich kenne es immer viel, also viele machen rohe Tomaten, rohe Zwiebeln und. Ich meine, das ist auch okay. Ja, und Tomaten. Aber die sind Tomaten, jetzt eingelegt. Ja, bei mir sind Tomaten echt ein großes Thema, weil einfach so eine Tomate, einfach eine normale Tomate, einfach in Scheiben geschnitten und dann drauf. Es geht bei mir, ich bestelle die, also ich will die gar nicht haben. Ja, ja. Und deswegen will ich immer Geschmack in halt alles reinbringen. Ja, muss halt auch irgendwie passen. Und dann denke ich mal, schmeckt so eine Semmel oder halt, mein Gott, was auch immer, wie mir das nennen mag, dann auch gut. Durch einfach alles halt. Ja. Genau. Mhm. Schön, das freut mich. Darf ich also die ehrliche Meinung? Ganz sagen? Ganz ehrlich. Ich finde es ein bisschen zu sauer. Ich liebe sauer. Ich stehe total auf sauer, scharf, alles. Aber bei dem Weißen, bei deinem Brot, war das mir einfach etwas zu sauer. Okay. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein bisschen zu viel mit der Soße in Verbindung gespült wurde, für die Kamera oder was auch immer. Aber für mich war das ein bisschen zu sauer. Okay. Okay, kann gut sein, ja. Genau, mit dem Schafskäse und so, ja, kann gut sein. Genau. Aber ansonsten finde ich das sehr, sehr cool. Zum Beispiel bei Ketchup ist das, also für mich ist es kein Ketchup. Ich weiß nicht, ob du es immer noch Ketchup nennen möchtest, aber für mich ist es eine Kreuzung zwischen Eiweiß und Westernsoße. Ja, aber das ist genau der Punkt, weil was ist Ketchup? Ja, eben. Genau.
Und das ist genau das, was ich meine. Wenn du nämlich, ich mache zum Beispiel, ich mache jetzt auch alle meine Soßen, ja, ich tue auch immer ein bisschen Mayonnaise rein. Mhm. Und ich mache auch vielleicht, zum Beispiel, es gibt auch Soßen, wo ich auch Ketchup mit rein mache. Ja. Und wenn du dann diese Soße probierst, dann schmeckst du, also wenn du es mit einem normalen Ketchup machst, ja, dann schmeckst du das. Weil, weil dieser Ketchup hat seinen Eigengeschmack, ja, egal was. Ja. Mayonnaise genauso, deshalb mache ich das selber. Mhm. Und wie gesagt, das ist ja mein Ketchup-Rezept. Ja. Das ist auch mit Tomaten, mit Zucker, mit Gewürzen auch drin und so. Ja, ja, aber das ist klar, und auch viel Gemüse. Ich mache auch viel Gemüse rein. Ja. Also Paprika, Staudensellerie ist drin, Zwiebeln. Ich mache halt alles rein. Ja. Klar, es ist auch ein bisschen, wie du sagst, auch schön mit Gemüse. Ja. Ich würde schon Ketchup nennen, weil das schon so in die Richtung geht auf jeden Fall. Mhm. Aber wie gesagt, ja, was ist Ketchup? Ja. Das ist auch ein schwieriges Thema für mich, weil egal was ich probiere, oder du kennst auch die selbstgemachte Barbecue-Soße zum Beispiel. Ja, genau. Ja? Oder halt die aus der Dose oder halt die fertige, die schmeckst du überall raus. Ja. Ja? Egal wo, du weißt ganz genau, die ist nicht selbstgemacht. Weißt du, das ist genau der Punkt, wo ich halt hin will. Ja? Weg von diesem Convenience eigentlich, ja? Von diesem Convenience-Geschmack. Ja. Cool. So eine Überraschung, das Ei. Ist es bei dir? Ja. Man muss halt mal auch ein bisschen was anderes machen. Ja, voll cool. Sehr schön. Und hat sehr gut geschmeckt. Also auch allein die Wedges sind super knusprig und sowas. Ja. Ja, freut mich. Schon sehr gut ausgesucht. Freut mich. Ja. Wir zocken oder testen noch Hongs Tour. War sie so nett und hat es angeboten. Ja, Essen hat dir ganz geschmeckt, abgesehen von ein wenig Kritik. Mal schauen, was Tati damit macht. Und ja, wie gesagt, jetzt sagt man noch die Senninger Tortour, die zweite Tour. Die ist übrigens noch ungetestet. Ich wollte die Jungs mal testen lassen in einem Livestream. Kommt auch demnächst, also schaut gerne vorbei. Wenn euch interessiert, wie das mit der Tour abläuft, könnt ihr im Livestream dann mit den Jungs zocken und dann die Tour hoffentlich schnell lösen. Also ich jetzt allein am Start und das ist natürlich etwas schwieriger. Der sieht heftig aus, Leute. Heute mal was Fruchtiges, das heißt. Kiwi Bobas. Fresh, Digga, fresh. Yo, am Gärtnerplatz angekommen. Wir machen noch die Tour. Sie will es, glaube ich, durchziehen. Respekt. Ja, war saftig, fruchtig, erfrischend bei dem Wetter. Obwohl ich eigentlich nicht so der fruchtige Bubble Tea-Fan bin, aber so einen kann man sich gönnen. Das ist auf jeden Fall kein Vergleich zu diesen von Wow-Nuts, Alter. So, sie hat fleißig durchgezogen. Hoffentlich postet sie darüber und hoffentlich positiv. Und dann gibt es ein bisschen Werbung für Hongs Tour. Das muss langsam in die Gänge kommen. Und zufällig hat mir auch jemand geschrieben. Mein Plan geht auf, Digga. Ich bin ein böser Teufel, Digga. Ich hatte noch eine Influencerin am Start. Und die war irgendwie am Anfang richtig interessiert. Sah gut aus und dann auf einmal dann doch nicht. Dann hat sie lange Zeit nicht geantwortet und dann kam auf einmal so eine Antwort, wegen Corona möchte sie jetzt erstmal nichts machen, okay? Dann habe ich ihr vorgeschlagen, natürlich Negativtest oder wir müssen nicht mal in der Nähe sein, weil im Grunde genommen können wir auch ein bisschen weiter wegstehen und das Ganze machen. Aber darauf kam dann keine Antwort und dann habe ich einer ihrer Freundinnen geschrieben, mit der bin ich kurz davor eine Kooperation zu machen und ratet mal, wer mir jetzt heute schreibt. Aha! Plan geht auf, über die Freundin bin ich dann doch wieder an sie rangekommen. Die haben natürlich untereinander gequatscht, wie ist das? Da hat sie sich heute hier gemeldet und gesagt, hey, ja, vielleicht geht doch was. Aha, yo, Business, Leute, Business. Saftige Pakete haben wir bekommen, Leute. Das war in den Paketen. Einmal sowas für die Kopfhörer. Weiß ich auch nicht so genau. Der Techniktyp richtet mir da näher alles ein. Zwei von denen für dieses Wireless, für den 4 Kopfhörer und dann ein paar Kabel. Das wird dann hoffentlich rechtzeitig eingerichtet, dass wir direkt am Freitag beim nächsten Stream Reactions machen können. Schaltet ein! Fazit-Time, Leute! Ich glaube, ihr steht schief. John wollte noch was machen, aber dann hat er sich endspät gemeldet. Interessant, viel gequatscht mit der Foodbloggerin, wie die das so machen. Ganze Woche ist vorausgeplant. Eine Woche hat sie gesagt, ist mindestens vorausgeplant, wo die alles essen gehen und Post und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was wir heute gemacht haben, wird erst in der Woche gepostet, weil alles schon vorgeplant ist. Nicht schlecht, ja?
auch wie sie zu dem ganzen Thema steht mit Geld und die Stars und was sie promotet. Und hat sie auch erzählt, dass sie es eigentlich ganz cool findet, dass man dann Erfolge sieht, wenn du siehst, hey, Laden XY war davor unbekannt und auf einmal gehen echt viele Leute dahin. Die Frage ist dann, die sich mir natürlich stellt, inwiefern hat der Laden das verdient, weißt? Also klar, ist geil für den Laden und auch, dass es besser läuft und dass sie da dann ein gutes Einkommen haben, klar. Aber Qualität muss natürlich auch stimmen, also dass die Leute da hingehen, nicht nur wegen dem Hype und Instagram und dies, das, sondern auch natürlich wegen dem Geschmack. Das ist natürlich so eine Balance, die man finden muss. Aber auf jeden Fall sehr interessant, mit der zu quatschen und da so einen Einblick zu bekommen. Über solche Sachen mache ich mir Gedanken, Leute. Ihr solltet euch Gedanken drüber machen, die Videos zu liken, kommentieren, abonnieren, mir auf Instagram und Twitch folgen. Freitag sind wir live. Da haben schon ein paar gepostet, also mir geantwortet auf Insta, dass sie schon drauf gespannt sind, wie wir alle 4Bro-Sachen testen werden. Dementsprechend schaut es gerne vorbei oder schaut einfach dann den Vlog am Samstag. Das war's von mir. Investiert in Bitcoin, Cashflow generieren, serious business und ciao!